Hallo. Da sind wir wieder. Erneut zu einer komplett untypischen Zeit. Also was heißt, ja, halbwegs untypisch, sagen wir es mal so. Wow. Ja. Ja, ich meine eigentlich eher, ich schaue gerade quasi an die Decke, weil ich meine Maus hochgeschoben habe, als ich mich strecken wollte, und sehe einfach, dass in der Decke eine Leiche klebt. Ah ja, richtig. Da. Und dass das Blut nicht gerade, sondern schräg tropft. Weil das so unglaublich physiologisch logisch ist. Und übrigens, diese Würmer vergiften einen doch. Ja, ich weiß, ich bin ja bisher nur drüber gesprungen. Ich habe hochgeschaut, ich habe nicht gesehen, dass die da unter mir liegen. Ah. Bin ich. Brauchst du eine Entgiftungsspritze, oder? Vielen Dank. Ja, ole. Ist da Verschwendung bei E2 Level oder sogar 3 halt, aber egal. Genau, wir sollten hier irgendwo das Shuttle losschicken, glaube ich. Wir müssen erstmal Giant McFad töten. Hatten wir den nicht schon? Wo bist denn du überhaupt? Geradeaus durch. Hier, da vorne drin. Hatten wir Bezweifle, dass schon. wir. Hatten wir noch Haben wir. nicht. Ich muss sagen, ich habe doch noch lange nicht alles durchgezogen. Ja, du kannst natürlich auch mich abschießen. Was ist? Alles gut. Alles in bester Ordnung. Splitterpatronen machen einfach so abnormal viel mehr Schaden. Oh, diese Laufwege. Ziehen hast du abnormal viel mehr in die Länge. Ah. Ich bin mir ziemlich sicher, dass wir hier in dem Raum schon waren. Kann sein, dass du hier schon drin warst, aber mir kommt gerade der Bereich da hinten unbekannt vor mit den beiden Eiern. Okay. Na ja, gut. Wir sehen also die In jedem Fall Masse. habe ich ein unidentifiziertes Objekt. Ich weiß nicht, ob du das schon im Inventar hast oder so. Höchstwahrscheinlich. Weil es Das ist hier wahrscheinlich der Schwamm das ist. rote. Das hier. Das Teil, was einen heilen kann, wenn man das. Achso, die Heildrüse, ja, die habe ich schon. Okay, die wegschmeißen Lass mal willst. schauen, da brauche ich Kaliforme für und da brauchte ich Osmo für. Genau, das war nicht hier auf der Ebene. Das war Schade. woanders, deswegen, leider. Keine Forschung für uns, aber das Rammler-Organ haben wir schon mal. Das war 25% mehr Schaden. Das Rammler-Organ. Aha, okay. Ja. Mal schauen. Genau, wir. Hallo. Ach schön, die waren ja alle zu. Und irgendeins konnte man aufmachen am Knopf oder so, glaube ich. Keine Ahnung. Ah, okay. Warte. Zu spät, es startet schon. War voll unspektakulär. Wurde auf der Schiene beschleunigt und die Tür ging auf und ging wieder zu. Ja. Absolut langweilig. Well done. The escape pod has launched. Now go to deck one and fire a torpedo at this lethal pod. Don't waste any time. Here are a few more cyber modules for you. Don't waste any time? Okay. Lol, das Rumble-Organ sieht so grausam aus. Klingt auch grausam. Echt? Übrigens, hast du es eigentlich erforscht? Was gibt uns das? Habe ich. Das gibt uns 25% mehr Schaden auf den Viecher. Boah, das ist gut. Okay, ja. Die halten aber nichts aus mittlerweile, ne? Ich bin einfach echt stark. Ach, ich habe einen Aufladeschlag, ja, den ich nie genutzt habe in meinem Leben. Soll ich das mal tun? Das macht vielleicht viel mehr Schaden. Weil ich Möglicherweise. mit dem ja genauso laufen kann. Ich kann ja eigentlich immer aufgeladen haben und damit immer sehen, wie unglaublich komisch mein Charakter diesen Arm nach oben hält. Was für einen unglaublich hübschen Ellenbogen ich doch habe. Where to go, dude? Gut, zum Aufzug müssen wir auf Deck 1.
Moment. Okay. Ne, da will ich. Ich mache immer einen neuen Save. So. Und weil ich sicher gehen will. So. Wohin nochmal? Eins. Und dann die Technik wieder, okay. Jo. Die Tür ist gar nicht zugegangen. Boah. Läuft das bei dir? Ich bin auf 100%. Ich auf 0. Warten wir vielleicht noch einen kurzen Moment. Okay. Vorbei, immer noch 0. Nun denn. Ja, dann nochmal. So, jetzt läuft's natürlich, ne? Ja, jetzt, weil ich jetzt raus bin. Eben. Es fängt schon mal gut an. Hi. Hi. Das ist. Ja, jetzt geht die Tür auch zu. Tappt der raus? Nee. Dann geht der Knopf nicht. Also nochmal. Diesmal ganz von vorne. Wie ganz von vorne? Ja, ich musste nochmal neu starten, denke ich. Ach, hast du es nicht gemacht? Habe ich nicht gemacht, nein, weil es nämlich immer so ein Aufwand ist, weil das so 5 Sekunden dauert. Muss man aber immer machen, das haben wir schon im ersten Let's Play geklärt. Das ist altes Wissen. Da erinnere ich mich nicht mehr dran. Altes Wissen, das verloren ging. Nicht aus mir. Aber aus mir. Ja, toll. Tür geht übrigens nicht zu, wenn du dich ständig triggerst, ne? Ich sag's nur. Trigger sie ja nicht, das ist ja keine automatisch öffnende Tür. Die funktioniert nur mit Knopf. Mal beide gedrückt, damit auch hier irgendwie wieder geklärt wird, hey, du darfst auch gerne wieder zugehen. Okay. Na dann. Nö. Der will mir einfach keinen Ladebalken geben. Okay. Dann versuchen wir es noch ein letztes Mal. Und dann müssen wir uns was anderes überlegen. Ich meine, in der Technik waren wir ja schon mal, naja. Prinzipiell schon, aber wir müssen jetzt erst das Shuttle haben, damit wir uns da wieder drauf schießen können. Das Shuttle haben wir gerade eben erst gestartet. Ja. Oder soll ich vielleicht diesmal drücken? Weil bisher so, dass wenn du gedrückt hast, es besser ging, aber wenn du jetzt erspeicherst und keine Ahnung. Andere Idee. Ja? Du drückst und wir gehen auf ein ganz anderes Deck und gehen von da aus auf eins. Das ist auch eine Möglichkeit, aber versuchen wir es nochmal ein letztes Mal normal. Also direkt. Natürlich. Ja, was? Keine Ahnung. Ui.
schauen. Wieder 0? Du hast zweimal gespeichert, ne? Auf demselben Slot, aber. Ich bin mir nicht ganz schlüssig, ob das Sinn gemacht hat. Keine Ahnung, ich wollte nicht so lange pausieren, deswegen habe ich mich einfach beeilt. Als ich gemerkt habe, dass ich in selben Slot nochmal angeklickt habe, habe ich schon gespeichert gehabt. Dann hatte ich nicht vor, nochmal länger zu warten. Bei mich nervt das nämlich, das Spiel fünfmal neu starten zu müssen, komplett. Bevor das wäre ein richtiges Spiel, was wirklich Zeit zum Starten braucht. Ja, wie gut, dass es das nicht ist, ne? Damit kannst du mir jetzt leider nicht kommen. Ich meine, wie gesagt, wir haben jetzt ja wirklich alles aus diesem Spiel ausgemoddet. Hey, die Tür ist zu. Warum ist die... Was? Hast du die Tür gerade geöffnet? Ich habe die Tür gerade geöffnet, ja. Das heißt, wir sind beide hier drin, aber wir sehen uns beide nicht. Wird immer besser. Wir sind auf Technik. Also ich bin auf Technik. Nee, ich nicht. Ich bin immer noch bei Shuttle. Aber du machst trotzdem meine Tür immer auf. Du, meine auch. Nice. Ich bin noch nicht auf Technik. Jetzt bin ich auf Technik. Du auch? Ich sehe dich in der Tür. Allerdings habe ich keine Waffe. Mein Inventar ist komplett leer. Aber ich habe gerade den Kerl gekillt. Nicht so. den Kerl da vor dem Kerl. Okay. Anscheinend wurde der Spielstand korrumpiert. Ja, wenn das der Fall ist, dann darfst du gerne alleine beide Spielstände nachstellen. Nö, wir sind ja nicht unfähig weiterzumachen. Ich habe jetzt halt keine Waffe mehr, aber wir müssen ja irgendwo eine Range finden oder irgendwas in der Richtung. Du hast aber sehr viele Items dabei gehabt, meine Güte. Ja, die kann ich mir dann das nächste Mal oder im Anschluss zusammen sammeln. Gegenfrage, hast du noch die Stats wenigstens? Weiß ich nicht. Müssen wir mal ausprobieren. Mit einer Waffe am besten. Ja, wo bist denn du? Ja, hier. Nein. Richtung Fuel Cells, weil ich total die Orientierung verloren habe, weil wir schon lange nicht mehr hier waren. Wo waren die Torpedos? Was machst du jetzt eigentlich? Ich renne rum und suche die Torpedos, die wir abschießen sollen. Ja, aber ich habe jetzt keinen Bock, dass wir das jetzt weiterspielen, ohne dass du ein Inventar hast. Wieso? Wo ist das Problem? Keine Ahnung, du nimmst das auf. Wenn du kein Inventar mehr hast und wir alles verloren haben, was du bis jetzt hattest, samt den Vorstellungen, den Unbeendeten. Dann kann ich mir die da reinholen. Aber da es eine Weile dauern würde, würde ich das gerne nach der Aufnahme machen, damit wir das hinbekommen. Das heißt, du hast jetzt wirklich vor den Rest der ganzen Aufnahme, ohne jegliches Inventar weiterzuspielen? Ja, nein. Ich sammle mir dann noch Sachen zusammen, ne? Und? Momentan habe ich kein Inventar, das ist wohl wahr, aber das wird sich im Verlauf noch ändern. Bin in sehr großer Wahrscheinlichkeit. Wenn du meinst... So meine ich. Das ist damit nicht gemeint. Ich meinte dieses, wenn du meinst, im Sinne von, wenn du das für eine gute Idee hältst, so weiterzuspielen. Weil du hattest ja auch ein paar Sachen... Was hattest du denn sonst noch dabei? Die Heilungsspritzen? Nee, die hattest du alle. Ich hatte nur eine einzige Spritze. Ja, die... Explosion. Well done. We can feel confident now that this escape pod no longer poses a threat to other spaceships or to the Earth. I'm transferring a few cyber modules to you. Think
carefully about how to use them. Nehmen wir eigentlich auf? Wir nehmen auf, ja. Die ganze Zeit schon. Eigentlich nichts. Weil ich die ganze Zeit schon aufnehme und immer die ganze Zeit schon aufgenommen habe. Hat das die Aufnahme nicht gestoppt? Jo. Take the elevator to deck 5. You'll receive further orders there. Alles klar, okay. Na dann, Aufzug nach Deck 5. Deck 5? Okay, ich habe es nicht ganz so gehört. 1, 2, 1, 2, hilf. Die 1, 2, 1, 2. Keine Ahnung. Wieso steht es eigentlich nur rum und tust nichts? Weil ich gerade in den Mails nachgelesen habe, was sie tun sollen. Also Aufzug Deck 5, okay. Auf eine Geschwindigkeit zu schießen, habe ich meine Stats noch. Ich mach die Tür wieder auf, genau. Achso, du bist schon wieder drin, okay. Speichern? Natürlich. Fünf, hm? Müsste das gewesen sein. Ich bin da, du bist da. Alles gut. Oh, hallo. Lounge. Good. Finally you're here. The situation is serious and we have no time to waste. Shoden is on the bridge. I can't come near her because she is surrounded by a kind of protective shield. The chief officer believed he had found a way to deactivate this shield. He wasn't rude to me with an override, but I lost contact to him. Since he has never reached the bridge, I fear he has been killed. Search for his body. He must still have the override with him. Try the officer's quarters. That's where he was when I last spoke with him. Hurry up! You must destroy Shoden before it's too late! Dann rede nicht so viel, Captain. Nebenbei, wir haben wieder die Projektion von der Frau. Von Shoden? Von Shoden, okay. Große Pflanze. Bin ich froh, dass ich Panzer, aber ich keine Munition habe. Mhm. Übrigens, da kommt gleich ein Cyborg-Assassine von hinten. Andersrum. Ach. Officers Error. Officers Error. Okay. Unidentified Intruder. Unidentified Intruder. Ich hab grad keine Psyche zum Stoppen. Ja. Sick Bay. Jo. Müssen wir das mal kurz mitnehmen. Hast du aktiviert? Ist kaputt. Okay. Das ist schlecht. Hi Shoden. Bye Shoden. Hi Shoden nochmal. Ich kann mir nicht vorstellen, wie das nervig werden könnte. Vor allem mit der simplen Tatsache, dass wir jetzt den Alarm noch haben, der noch mehr von den Viechern spawnt. Und du solltest vielleicht als allererste Tat mal ganz dringend die Kameras ausschalten. Ich habe keine Möglichkeit, das zu tun. Ich habe weder eine Zier, mit der ich einen Arm ausschalten könnte, noch habe ich eine Ranch, mit der ich die Kamera zerklappen könnte. Vor allem, ich versuche gerade einfach auf diese Alarmanlage draufzuschießen und es geht nicht. Hä? Ja, weil da noch so eine Shoden rumsteht. Ah, das ist die nächste schon wieder. Puh, das wird ein Gewaltmarsch. Kann ich nicht meine Faust benutzen? Nein, kann ich nicht. Hi Shoden, hi Shoden, hi Shoden, wie geht's?
mehr. Komm, ich will. Immerhin. Vor allem die Shodan-Teile rennen einem ja mittlerweile auch hinterher, richtig, ne? Ja, die sind silent geworden. Verfehlt mich, ich will nur hier durch. War das hier, wo ich hin wollte? Nein, war es nicht. Egal. Hallo, Ernie. What the dickens are you doing in my bedroom? Oh. Don't you dare touch my belongings. Get out of here. Now. Himmel, kommt nochmal, das ist ja das allerletzte. Das kann ja nicht wahr sein. Eben mal, wo bist du? Ich war gerade... Ja, aber wo bist du gerade? Wo ist das? Jetzt bin ich gerade wieder im Aufzug. Und das wäre links, rechts, links gewesen, glaube ich. Ja, das ist toll. Nebenbei, habe ich schon erwähnt, dass dieses Spiel momentan einfach nur für den Arsch ist? Jo. Dass mir die panzerbrechende Munition ausgeht, das Einzige, was gegen diese scheiß Shodan-Viecher hilft. So, genau, links. Dann hier rechts. Ach, du bist schon da. Boah, ich sehe dich so schlecht. Und das ist ihr Quartier. Ein Junge, eine Quietscheente. Und eine Lok. Tot. Lok. I'm still moved to tears that the boys on the bridge remembered my birthday. They were very extravagant and got me a sinfully expensive perfume. I really wish they hadn't though, because it smells awful. I feel quite ill whenever I smell it. What do I do now? If I don't use it, the boys will be offended. The blue on the bridge hasn't been good for the past few weeks anyway. Well, I will just have to bear the stench for a while. First I need a bath. Badly. Ich finde das schön, dass man so Hintergrundstory noch mit hat. Und wie ich das finde ich auch unglaublich schön. Also in den Zeiten, wo ich nicht gerade entweder getötet oder getötet werde. Ich komme ja nicht mal mehr zu dir. Weil an jeder Ecke wartet ein Assassine und drei Shodans auf mich. Okay. Dann komme ich gleich nochmal zu dir und bring den ganzen vielen Granaten mit. Ich würde halt nur gerne wirklich sehen, was da alles ist. Waffen. Viele Waffen. Ich weiß es, deswegen wollte ich da jetzt nochmal hin. Der perfekte Schrot und ein perfektes Sturmgewehr. Ich weiß das alles, aber ich komme nicht hin. Ich sage es dir nur und bring's dir gleich mit. Es ist mir scheißegal, dass du es mir mitbringst. Ich will es selber sehen. Ja. Ich war ja auch schon mal da. Das ist ja einfach der Fall. Hi, hier bin ich. Hi. Ich bring, glaube ich, drei Shodans mit oder so. Na komm. Danke. Bleib da. So. Das ist für dich, das ist für dich, das ist für dich. Die sind für dich. Schrot, wenn du willst, wenn du nicht willst, auch okay. Und Sturmgewehr. Schade finde ich, dass ich keinen Granatwerfer habe momentan. Doch nicht mehr, okay. Ich dachte, hätten wir geholt gehabt. Ja, eben nicht. Also noch eine Sache, die wir gleich nach der Aufnahme machen können werden. Was du nach der Aufnahme gerne tun kannst, wenn du willst. Nicht so negativ denken. Ich denke nicht negativ. Nein! Ehrlich angepisst. Das ist was anderes als negativ denken. Auch gut. Geh mir nicht auf den Sack, Shodan. Die Kamera ist noch da, okay. Erstmal warten, bis sie nicht mehr auf einen achtet. Ich wusste dann nochmal kurz in die andere Richtung. Weil linksrum war ich bisher noch nicht. Glaube ich. Möglicherweise. Wo ist denn die Kamera hier eigentlich? Wegen, leicht rechts in der Ecke.
Hat er. Huch. So. Das eine ist eine Kamera, das andere ist. Ist eine Laserkanone. Ja, ja, Arschlochspiel. Was das Tolle ist? Hm? Du hast momentan nicht mal einen leisesten Ansatz einer Verteidigungsmöglichkeit. Das ist wahr. Aber ich habe eine Laborflasche. Toll. Jo. Ist halt so ein Ausdauertest, nicht wahr? Wie wäre es? Willst du kurzzeitig die Kanone ablenken, dass ich die kaputt machen kann? Sicher. War schon lieber. Ja. Erstmal vom Schurken in den Rücken getroffen werden. Ist immer gut. Der ist gerade abgelenkt. Weil er auf mich achtet. Nee, auf mich. Bist du alles gut? Tierschüsse, Panzerbrechende, ne? Jo. So. Ei. Okay, got it.